Der Kosmos bringt uns in diesem Monat Oktober 2024 ein ziemlich großes Thema auf den Tisch. Eine Blockade, die wir gerne jetzt wirklich tiefer beleuchten dürfen und auch im größeren Stil lösen dürfen. Es handelt sich hierbei um das Thema Selbstzweifel. Was ist eigentlich das Gegenteil von Selbstzweifel? Das Gegenteil davon ist Selbstvertrauen. Also, ich vertraue meiner eigenen Wahrnehmung. Ich vertraue dem, was ich selbst als wahr erachte. Nun ist es so, dass wir als Menschheit, also weltweit, vor einem ziemlichen Dilemma stehen. Denn der Punkt ist, dass die Kontrollgesellschaft, in der wir bislang als Menschen gelebt haben, als Menschheit gelebt haben, dass diese Kontrollgesellschaft ziemlich unselbstständige Menschen hervorgebracht hat, und zwar mental und emotional unselbstständige Menschen. Das ist das Resultat davon, wenn unsere Anhaltspunkte extern gelagert sind. Das heißt, unsere Anhaltspunkte bisher, ob unser Handeln richtig oder falsch war, galt dem Befolgen und dem Gehorchen von Menschen, von Regeln und von Normen. Und wenn wir dem eine Gesellschaft zugrunde legen, dann ist es die ganz natürliche Konsequenz, dass wir mental und emotional unselbstständige Menschen hervorbringen. Wir durchlaufen ja seit ein paar Jahren sehr fühlbar einen riesigen Wandel, einen Wandel, der unsere Menschheitsgeschichte um 180 Grad wenden soll. Das heißt, uns aus der Gefangenschaft, in der wir bisher gelebt haben, herausbefördern, herauskatapultieren soll und in unsere Freiheit führen soll. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Lösbares Problem, deswegen dieses Video. Und das wird nämlich in diesem Monat Oktober uns bewusst und aufgetischt. Wenn wir jetzt einen Menschen nehmen, der bislang in einer Kontrollgesellschaft konditioniert wurde, also wo die Anhaltspunkte, ob ich jetzt richtig oder falsch handeln, vordergründig im Außen externer Natur waren, wenn wir einen solchen Menschen nehmen und dieser Mensch steht plötzlich auf eigenen Füßen, ja, dieser Mensch braucht ja einen neuen Anhaltspunkt. Wir Menschen brauchen irgendeinen Anhaltspunkt, der uns orientieren lässt. Ist meine Handlung richtig oder falsch? Ist sie richtig oder nicht richtig? Bislang hatten wir eben externe Anhaltspunkte und nun geht es darum, dass wir diese Anhaltspunkte intern verlagern. Ich benenne zunächst erstmal ein paar externe Anhaltspunkte, die wir bisher als Orientierungspunkt hatten. Also, um das jetzt nochmal klarzustellen, was war ein möglicher Anhaltspunkt bisher, ob das eigene Handeln richtig oder falsch ist? Also, bisherige Indikatoren waren, bin ich den Regeln gefolgt? Habe ich die Regeln erfüllt? Das wäre nun eine Möglichkeit. Oder habe ich das erfüllt, was als Norm definiert wird? Wenn ja, dann habe ich richtig gehandelt. Oder bewege ich mich innerhalb des Rahmens dessen, was allgemein als gut und richtig erachtet wird und anerkannt wird? Wenn ja, dann habe ich richtig gehandelt. Oder als nächste Möglichkeit, habe ich die Menschen um mir herum glücklich und zufrieden gemacht. Wenn ja, dann habe ich richtig gehandelt. Richtig und gut gehandelt. Oder, um noch ein letztes Beispiel zu nennen, habe ich die Erwartungen anderer erfüllt? Wenn ja, dann habe ich richtig und gut gehandelt. So. Ich glaube, viele Menschen können sich, can relate to this, um es mal kurz auf Englisch zu sagen. Also, jetzt möchte ich aber mal hinterfragen. Sind glückliche
und zufriedene Menschen ein entscheidender oder ein zuverlässiger, darum geht's, ein zuverlässiger Indikator dafür, dass das, was du gemacht hast, richtig und gut war. Ja, es kann ein Indikator dafür sein, ja, aber es geht darum, ist das ein zuverlässiger Indikator? Ja, wir suchen ja jetzt neue Anhaltspunkte. Ja, woran können wir uns orientieren, ob wir gut und richtig gehandelt haben? Also, sind glückliche und zufriedene Menschen wirklich ein zuverlässiger Indikator dafür? So, umgekehrt gefragt, sind unglückliche und mit deinem Verhalten nicht zufriedene Menschen oder auch Menschen, die dich kritisieren, ein zuverlässiger Indikator dafür, dass du etwas falsch gemacht hast? Antwort: Nein! Und daraus folgt jetzt die Frage: Okay, was ist denn nun ein zuverlässiger Indikator? Ich spuck hier schon vor lauter Engagement. Was ist denn nun ein zuverlässiger Indikator dafür, dass ich richtig und gut gehandelt habe oder etwas richtig gemacht habe? So, jetzt könnte man in sich gehen und möglicherweise als Antwort sagen: meine Emotionen. Und ja, meine Emotionen geben die Richtung an. Wenn ich mich gut fühle, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich was gut gemacht habe. Und meine Antwort hierzu: Ja, deine Emotionen sind tatsächlich die stärkste Verbindung zu dir selbst. Unsere Emotionen sind ein ganz essentieller Leitfaden für unser Leben. Ja, aber der Punkt ist, unsere Emotionen sind immer valide. Ne? Es ist immer berechtigt, wenn wir bestimmte Emotionen haben. Es ist immer berechtigt. Aber Emotionen sind nicht immer akkurat. Sie sind immer valide, aber nicht immer akkurat. Und was meine ich damit? Ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Angenommen, du fühlst dich klein. Dass du dich klein fühlst, ist komplett valide, ne? Es ist komplett berechtigt, weil du entsprechende Erfahrungen in der Vergangenheit gehabt hast, ne? Die dazu führen, dass du dich klein fühlst. Das heißt, sie sind absolut valide, es ist absolut valide, dass du dich so fühlst. Aber ist es denn akkurat? Sprich, ist es denn wahr, dass du klein bist? Du fühlst dich klein, aber bist du auch klein? Nicht unbedingt. Also sehr wahrscheinlich nein. Um noch ein Beispiel zu nennen. Manchmal ist es so, dass wir richtig handeln, aber dieses Handeln bringt in uns ein unangenehmes Gefühl hervor. Und zwar aus dem reinen Fakt, dass wir in dem Moment uns aus unserer Komfortzone gewagt haben. Das heißt, wenn wir aus der Komfortzone gehen und richtig handeln, kann es trotzdem ein schlechtes Gefühl oder zunächst einmal ein schlechtes Gefühl in uns hervorbringen. Ne? Das mal nur als zwei kleine Beispiele, um zu belegen, dass unsere Emotionen kein zuverlässiger Indikator dafür sind, ob wir in diesem Moment richtig und gut gehandelt haben oder eben nicht. Das heißt, wir gehen jetzt noch weiter auf die Suche. Wir sind also noch nicht ganz bei unserer Antwort gelandet. Also, wir können uns also nicht ganz darauf verlassen, haben wir gemerkt. Ja, wir gehen hier gemeinsam mal auf Forschungsreise. Ich finde das immer so spannend. Wir brauchen also einen Maßstab und wir brauchen auch etwas Spezifisches, etwas, was wir ganz konkret greifen können. Auch das Emotionen sind auch nicht immer greifbar. Es ist noch zu wischiwaschi. Also nochmal gefragt: Wem oder was kann ich trauen? Wo ist mein Anhaltspunkt? Und ich gebe dir jetzt eine kristallklare Antwort hierauf. Ich muss mich hier vorbereiten. Also. Das macht so Spaß. Das macht so Spaß.
Richtiges Handeln für dich ist, wenn, zum Mitschreiben, wenn deine Handlungen, Gedanken, ich fuchtel hier mein Gesicht, also richtiges Handeln für dich ist, hier Trommelwirbel, ja, richtiges Handeln für dich ist, wenn deine Handlungen, Gedanken und Worte Folgendes erfüllen oder dich diesem näher bringen. Eins. Deinen Sehnsüchten im Herzen, die übrigens nur du selbst kennen kannst. Deinen Bedürfnissen. Deinen Wünschen. Also, wenn deine Handlungen, deine Gedanken und deine Worte dich deinen Sehnsüchten, deinen Bedürfnissen und Wünschen näher bringt, dann hast du richtig und gut gehandelt. Ich gebe dir noch mal was mit. Wenn deine Handlungen, deine Gedanken und deine Worte im Einklang stehen mit deinen Werten, deinen Zielen und deinen Grundsätzen, also deinen Prinzipien, wenn das gegeben ist, dann hast du richtig und gut gehandelt. Sehnsüchte, Bedürfnisse, Wünsche, Werte, Ziele, Grundsätze, also Prinzipien. Das sind die sechs zuverlässigen Indikatoren. So, und um das jetzt wissen zu können, ist natürlich Voraussetzung, dass du deine Werte, Ziele, Prinzipien, Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte, dass du das alles kennst. Das heißt, setz dich hin und werde dir kristallklar darüber. Und manches davon wird sich auch über das Leben hinweg verändern. Es sind teilweise auch wirklich Variablen. Das heißt, es lohnt sich auch immer wieder, sich hinzusetzen, um sich darüber klar zu werden. Zusammenfassend kann man also sagen, gutes und richtiges Handeln ist das, was mich meiner Wahrheit näher bringt. Das könnte man so in einer Headline zusammen, in einer Headline zusammenfassen. Aber wir brauchen wirklich auch die einzelnen Punkte, die ich hier gelistet habe, diese sechs Punkte, damit wir auch wirklich ganz konkret arbeiten können. Aber was bringt mich meiner Wahrheit näher, wäre das allgemein zusammengefasst. Also, und wenn das, was ich tue, das, was ich sage, das, was ich denke, meiner Wahrheit näher bringt, dann habe ich für mich korrekt gehandelt. Und wir sehen jetzt, das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt als das, was wir bisher als Ausgangspunkt hatten, nämlich Regeln, Normen, Meinungen anderer, ne, öffentliche Meinung etc. Dieser andere, grundsätzlich andere Anhaltspunkt führt auch zu diametral entgegengesetzten Resultaten. Es führt zu einer ganz anderen Gesellschaft. Das heißt, wir müssen jetzt, und da ist jeder Einzelne dafür aufgerufen, das muss jeder für sich selbst machen, das kann keiner für dich machen. Jeder, wir müssen uns jetzt aus diesem mentalen und geistigen Gefängnis befreien. Es ist Zeit, ja, und uns wirklich umpolen, uns von dieser Gehirnwäsche entwirren, die wir als Menschheit erfahren haben. Und noch ein wichtiger Punkt zum Schluss, den ich dir ganz, ganz, ganz dringlich mitgeben möchte, weil er so wichtig ist. Und zwar kann ich prognostizieren, dass es zunächst unangenehm sein wird für dich, als Ziel nicht mehr vordergründig zu haben, irgendwelchen Regeln zu befolgen, Normen zu befolgen oder irgendwelche Menschen glücklich zu machen. Ne, sondern als Ziel zu haben, all das zu tun, was dich deinen eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Zielen etc. näher bringt. Es wird unangenehm sein. Denn wenn du in Übereinstimmung, also nein, ich sag's anders. Wenn wir in Übereinstimmung mit unserer Wahrheit leben, dann kann es sehr wohl
dazu führen, dass wir nach anderen Kriterien agieren, als breit anerkannt sind. Ja, und dann kommen wir in einen engeren, das kreiert einen engeren, ein inneres Spannungsfeld. Ja, es ist nicht angenehm. Er kreiert deswegen ein inneres Spannungsfeld, weil nämlich unser grundlegendstes, tiefstes Bedürfnis nach Verbindung oder weil wir damit unser grundlegendstes Bedürfnis nach Verbindung riskieren. Ja, wir riskieren, dass Menschen sich dann von uns entfernen. Und deswegen tut es so existenzielle Ängste auch in uns hervorbringen und dieses innere Spannungsfeld in uns kreieren. Aber der Punkt ist, in diesem Fall ist dieses unangenehme Gefühl, das du in dir hast, wenn du etwas machst, tust, agierst, sagst, was dich deiner Wahrheit näher bringt, aber im Kontrast steht oder im Konflikt steht zu einer Regel, zu einer Norm oder eben einen anderen Menschen sichtbar nicht glücklich macht. Der Punkt ist, wenn du da dieses innere Spannungsfeld fühlst, dann ist das in diesem Fall gesund. Dieses unangenehme Gefühl, was sich gerade in der Anfangszeit, wenn du dich neu kodierst, erfahren wirst, das ist in diesem Fall gesund. Nicht jedes unangenehme Gefühl in dir ist ungesund. In diesem Fall ist es gesund. Also lasse es zu und lasse dich auf diese Lernkurve ein. Es ist eine Lernkurve, die wir alle jetzt fliegen müssen. Ja, nur wenn du das aushältst, ja, ganz bewusst mal aushalten, dieses Spannungsfeld. Ich habe jetzt gerade was gemacht, was dem anderen missfällt. Aushalten, reinatmen. Nur wenn du das bewusst eingehst, dich darauf einlässt, wirst du nämlich auch mentale und emotionale Resilienz aufbauen können. Das ist wie beim Training, ne? Nur wenn wir trainieren, den Muskel immer wieder trainieren, was nicht angenehm ist, wird er sich aufbauen können. Es ist nichts anderes. Und hier leite ich noch über zu einem Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Und zwar zu diesem mentalen oder zu dem Aufbau der mentalen und emotionalen Resilienz gehört ganz genauso, dass du deine körperliche Kraft trainierst und deine körperliche Resilienz aufbaust. Also dein körperlicher Zustand hat eins zu eins einen Einfluss auf deine Psyche. Also mach Strength Training, mach Resilience Training. Geh joggen und trainiere deine Kondition oder mache Körperübungen, die für deine Körperhaltung dienlich, deiner Körperhaltung dienlich sind. Ja, all das hat eine Rückkopplung auf deine Psyche. Ja, wir müssen hier wirklich ganzheitlich arbeiten. Es bringt nicht nur das eine und das andere zu tun. Ja, aber der Ausgangspunkt ist, dass du willig bist, dieses Spannungsfeld mal zu fühlen und zu halten. Und mit jeder Erfahrung, mit jedem Mal wird es dir leichter fallen. Und irgendwann wirst du eine Basis an Widerstandsfähigkeit aufgebaut haben. Ja, wir sind ja alle geschmeidig gemacht worden. Wir müssen widerstandsfähiger werden. Deswegen tut es auch so gut, mal raus in die Natur zu gehen bei -5 Grad und barfuß im Schnee zu laufen, dass wir wieder widerstandsfähiger werden, uns den Naturgewalten im Außen und auch im Innen wieder uns aussetzen lernen. Ja. Und letztlich, um den Bogen wieder zu schließen, von den Selbstzweifeln zu schließen, also hin zum Selbstvertrauen zu schließen. Das ist ja unser Ausgangspunkt gewesen. Wie kann ich mir selbst vertrauen? Also wie kann ich meine Selbstzweifel lösen? Was ist mein Anhaltspunkt in meinem Leben für mich? Es geht darum zu lernen, dass wir uns auf uns selbst verlassen können. Ja? Es geht hier nicht um Arroganz. Es geht um innere Klarheit. Und sich selbst statt irgendeiner öffentlichen Meinung zu vertrauen und zu deinen Überzeugungen zu stehen, aber eben nicht aus einer Arroganz heraus oder aus einer Sturheit heraus, sondern aus einer inneren Klarheit heraus. Das zu sich selbst stehen und zu den eigenen Überzeugungen stehen, hat eine ganz andere Aura. Das leuchtet. Dann bist du ein leuchtender Mensch, weil
deine Resilienz auf Weisheit gebaut ist und nicht auf Sturheit. Es hat eine ganz andere Aura. Also dein Vertrauen in dich selbst und in deinen Fähigkeiten, das zu stärken und auch Mut zu haben, deinen Leidenschaften und auch dem Drang deiner Seele nachzugehen. Ja. Das war's für heute. So viel zum Thema Selbstzweifel. Also, wie gesagt, ich hoffe, das konnte dir auf die Sprünge helfen, mal für dich ganz, ganz neue Anhaltspunkte an Land zu ziehen und eine neue Basis zu bauen, auf der du handelst und zwar selbstermächtigt handelst. Und ich wünsche dir beim Erforschen deiner Ziele und Bedürfnisse und Wünsche und Prinzipien und all das, was ich vorhin aufgezählt habe, ganz viel Spaß. Es macht so viel Spaß, sich mit jedem Tag ein Stückchen mehr kennenzulernen. Du bist ein ganzer Ozean von Möglichkeiten und Gedanken und Gefühlen. Und das zu erleben, ist für mich jedenfalls eine ganz tiefe Erfüllung. Also wünsche ich auch dir ganz viel Freude dabei. Adios, bis zum nächsten Mal.